Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme von Let's Play Together Minecraft mit mir und dem lieben, netten Gernot18 bzw. Gorgotax. Hello! Jo, und wir starten heute eine frische Aufnahme. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, hier hat sich ein bisschen was verändert. Das habe ich wieder offline gemacht und zwar den Bergerl hier weggerissen, damit wir die Straße hier weiter verlegen können in die Richtung. Und in die Richtung wissen wir ja schon. Und ja, hier, wie heute, leider Gottes, liegt hier auch Schnee auf der Straße. Finde ich irgendwie auch ganz niedlich und lustig, weil warum soll es nicht einmal schneien in Minecraft und die Straße voll Schnee sein? Müssen wir Schneepflug basteln, gerne. Was sich hier auch noch verändert hat, offscreen, habe ich das natürlich auch gemacht, wie wir besprochen haben, habe ich hier quasi unsere Leiter, unsere schäbige weggerissen und habe hier schon einen geilen Durchgang gemacht, wo wir nun zu jeder einzelnen Felder kommen können. Was ich auch gemacht habe, ich habe jeden Raum so ausgekleidet mit Sandstone, also mit Sandstein, war jo, eine Drecksarbeit. Dann habe ich mir noch ein paar Grasblöcke rausgehauen und habe hier mal schon alles jo, grünlich gestaltet. Ich gehe jetzt mal Raum für Raum durch, dass ihr seht, dass ich euch nicht anflunkere. Hier ist alles gemacht, hier ist alles wunderschön. Bereit für neue Abenteuer. So, jetzt gehen wir da nochmal zurück. So, und oh, wir sehen, ich sehe nichts mehr. Okay, ich spinne auch hin und wieder, weil vorher habe ich was gesehen. Na gut, wir sind am tiefsten Punkt angelangt, ist klar. So, und was wir auch noch gemacht haben, wir haben hier schon ausgemessen quasi, wo die Harvester bzw. die Planter hinkommen. Der liebe Gernot verpflanzt sie dann gleich rein. So wie jetzt, ne? Das ist der Pflanzer. Der macht 23x23, plantet er quasi die Pflanze, also die Bäume an. Und ja, wie soll ich sagen? Und der Harvester, der. Wie heißt denn das auf Deutsch? Keine Ahnung, der Abreißer der Bäume. Reißt dann quasi die gewachsenen Bäume weg und bringt sie dann in. Rauf ins Häuschen, was ich jetzt bauen würde, ins ME-System oder keine Ahnung, das macht der Gernot, die Technik macht der Gernot, der liebe Gernot. Das macht nicht ich, das macht er. Ich bin nur für Bauen zuständig, eher für die Technik. Ja, dann lassen wir ihn einmal in Ruhe arbeiten, würde ich sagen. Und wir schauen einmal hinauf, wie wir, was wir, wo wir bauen werden. Und dann muss ich das noch zumachen, weil wir haben ja da oder getestet natürlich, wie ihr sehen könnt, wie das, ob das funktioniert und wie es funktioniert und in wie viele Felder er quasi abpflanzt etc. So, und ich muss jetzt überlegen, beziehungsweise wir müssen uns jetzt gemeinsam überlegen, wie wir am nettesten das Häuschen gestalten. Das soll ja themenbezogen sein, dadurch, dass es ja eine, wie soll ich sagen, eine Waldhütte sein sollte. Muss es halt vorwiegend aus Holz bestehen, also nicht aus Stein oder sowas. Das Problem ist dadurch, dass wir hier ja eigentlich schon alles aus Holz haben. Obwohl aus Birkenholz könnte ich eigentlich alles aus Gummiholz machen, weil Gummiholz, Gummibaumholz haben wir ja schon, haben wir jetzt da einiges da. Und ich glaube, das wird Tropenholz, ne? Ja, das wird Tropenholz. Gut, ist auch kein Problem. Wenn das jetzt Tropenholz werden sollte, weil dann machen wir sich ein paar Stacks von den Tropenholzbrettern. Und gutes. So, 22 los mal, weil das Problem ist, ich weiß es nicht, wie ich das Grundgerüst machen soll, weil Eiche habe ich hier verbaut, das heißt, ich kann hier keine Eiche-Set, kein Eichen-Dingsbund mehr machen. Und, Birke meine ich, Entschuldigung, Birke und Eiche haben wir ja momentan nicht so viel auf Lager, wenn das nicht alles täuscht. Eiche, naja, 145 Eichenholz haben wir. Ist eigentlich, ja, könnte man eigentlich aus dem auch machen. Was haben wir da? Eichenholz nachgehen. Passt, dann nehmen wir das alles raus. Jetzt ist mal die Frage, den Chisel nehme ich jetzt auch mal kurz mit. Dass wir da ein bisschen was anderes einbringen. Nicht Minecraft Vanilla, weil Minecraft Vanilla haben wir jetzt eigentlich eh schon im Prinzip viel gebaut jetzt da hier, bei den Häusern. So, jetzt ist nur die Frage aller Fragen. Das wird der Zugang, der muss im Haus drinnen sein. Der Gernot will ein ME-System im Haus auch haben. Ich habe mir so vorgestellt, dass wir das ME-System auf dem Dachboden rauf haben, weil der Dachboden ist bei mir, bei den Häusern, das meist ungenutzte, beziehungsweise ungenutzte Fläche. Einfach nicht reinpasst.
Tjo, wie machen wir denn das? Machen wir da oder gleich die Wand? Ich würde mal sagen, da machen wir gleich die Wand, oder? Und das Häuschen sollte, sagen wir, hier stehen. Dann haben wir hier die Wand. Beziehungsweise, warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken, was der Chisel so zum Bieten hat an Holz. Wenn ich das jetzt hier reingebe, was haben wir denn da Schönes? Ich gebe mal nur eines einmal rein, weil ich probieren will, wie das ausschaut. Weil ich sage mal, diese Holzplanken, die schauen ja schon einmal fad aus, wenn ich das so mal sagen dürfte. Schaut schon nett aus, würde ich mal sagen. Warte mal, was haben wir denn sonst noch an Chiselformen? Das war jetzt der hier, vertikal. Planks. Was ist das da? Wie schaut das hier aus? Nee, das gefällt mir nicht so. Hey, bleib da! Jump da gleich oben, ich weiß es nicht. Was haben wir da? Schön ist, dass er der Chisel auch nicht abnutzt. Nee, das gefällt mir persönlich nicht so. So, was haben wir denn sonst noch? Was ist dies? Ach, das ist... Na, das will ich gar nicht wissen. So, was haben wir denn sonst noch Schönes? Was ist mit dem hier? Nee. Ne, da muss ich sagen, das erste, was wir gemacht haben, gefällt mir eigentlich jetzt optisch besser. Hoppala. Obwohl, naja, das ist eigentlich wieder das Gleiche, ne? Wenn mich jetzt ist alles täuscht. Oder warte mal, wie schaut denn das aus, wenn ich jetzt da zwei von denen da hinsetze? Haben die so eine Umrandung oder was ist das da? Ah, die haben so eine Umrandung da, so wie da. Ah, vielleicht ist das eher das letzte, was wir jetzt gezeigt haben. Ohne Umrandung, weil dann kann es ineinander fließen. Warte mal, wo ist denn das gewesen? Na, das will ich nicht. Was war denn das jetzt? Das oder? Na, das war vertikal. Ich brauche es horizontal. Das war... Schauen wir mal das an. Ja, das geht in einem. Dann nehme ich das hier. Gut, wir haben das Server. Wir haben schon gefunden, was wir wollen. Das war das hier. Ne? Ja, genau. Machen wir ein bisschen anders. Nicht zu schnöde. So, jetzt ist wieder die Frage, will ich gleich wirklich hier anfangen oder warte mal, wenn ich das jetzt hier mache, wie weit kann ich ihn hier? Ah, geht, das machen wir da gleich da. Weg damit. Tschüss. Dann kann ich nämlich gleich das hier so zumachen. Und dann ist es nicht mitten im Raum, sondern ist an und für sich unten. So, das kann ich eh wegreißen, ja. Dann ist das nämlich nicht mitten im Raum irgendwo die Stufen, sondern gleich im Eck hinten, was mir auch sympathischer ist. Und dann würde ich mal sagen, wir kloppen da mal das her. Wir sehen eh, wie weit wir kommen. Allzu groß will ich es natürlich jetzt auch nicht machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist ja wurscht, wie viel das jetzt ist. Wichtig ist nur. Und ich würde mal sagen. Machen wir auch, warte mal, das, wenn ich da jetzt hier das so mache, habe ich 1, 2, 3, 4. Genau. Dann machen wir da mal so. Nee, warte mal, stopp.
Ich will nämlich da das Schlafzimmer machen, wo man pennen kann. Und das müsste dann eigentlich so werden. So, weil dann habe ich hier die Mauer, ne? Zack, zack, zack. Dann kann ich hier das Bett reinstellen, weil hier habe ich dann auch eine Mauer. Dann ist hier der Abgang und hier habe ich dann quasi das Bett. Hoppala. Zack. So, das Bett, das ist hier. Dann habe ich hier einen Platz und dann habe ich hier quasi die Türe. Mal gucken, ist nicht so einfach, das so zu gestalten, wie ich es gerne hätte. Ja, uns wird schon irgendwas einfallen, eine Blödheit, was wir hier weiter bauen könnten. An Inneneinrichtung etc. fehlt es uns an Kreativität sicherlich nicht. So, das war ja das hier gewesen, glaube ich, ja. Perfekt. Und dann hätte ich, dann könnte ich sagen, hier habe ich eine Eingangstür oder sowas. Ja. So, warte mal, jetzt muss ich mal das zoomen. Nein, so nicht. So. Dann machen wir das 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Gut, da sieht es eh keiner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, es ist natürlich die Frage aller Fragen. Genug Eichenholz hätten wir. Wenn ich das jetzt so machen würde. Wie immer, im gewohnten Minecraft-Style mit Holzbalken. Ob es nicht besser ausschauen würde, wenn ich das hier auch holzbalkenmäßig machen würde, aber dann... Na, das lassen wir so. So, Holzbalken. So, da kann ich hier 1, 2, 3, 4 machen. Hoppala, so nicht. Zack, weg damit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack, 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 zack. Hallo? So. So. Und so. Wir pflanzen aber eh nicht nur Gummi an, oder? Im oberen Stockwerk? Oh ja. Ja, im oberen, aber wir haben ja 4 Stockwerke. Schauen wir, dass wir oben Gummibaum machen und irgendwo diese Green Tree Saplings auch. Ja, das habe ich mir schon überlegt, was ich mache. Weil die brauchen wir auch, weißt du? Ich weiß. So, weißt du was? Und, oh, da ist ein Creeper. Ich habe kein Schwert. Sollte ich mir jetzt machen, hä? Flieg weg! Ne, ich fliege weg. Man muss sich schnell ein Schwert. Oliwein. Haben wir auch ein bisschen was. So, wollen wir gleich ein Schwertal. Hallo? Dankeschön, liebes Minecraft. Ja, jetzt hast du ihn runtergeschickt zu mir, danke. Ich habe ihn nicht runtergeschickt zu dir. Ich weiß nicht, ob er in die Luft gegangen ist, weil ich nichts gehört habe. Ich verstecke mich im Haus. Ja, dann geh mal pennen, ich schau mal, wo der Creepsy ist. Ich muss mal einen Mist weghauen.
Wo ist er? Nicht zünden. Komm her da. Nein. Braves Creepsy-Mausi. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie mache ich denn das? Machen wir das auch so? Ui, das schaut scheiße aus. So könnte man das eigentlich machen. Boah, jetzt hat's mich gerissen. So, so und so. Schaut nicht mal so schlecht aus. So, und da kommt dann irgendwo noch irgendwas hin. Rein theoretisch könnte man jetzt auch sagen, wenn wir hier eine Abgrenzung haben, können wir das so machen. Dann würde ich gerne sein Mikrofon, tut schon wieder bimseln. Mhm. Und im Haus könnte man auch ein bisschen für Abslenkung mal sorgen. Könnte man. So. Dann müsste ich eigentlich hier auch das machen. So. Schlafzimmerchen, das ist schön. Hier brauche ich kein Fensterchen. Hier sieht man sowieso nicht rein. Okay, das allererste, was ich mache, ist eine Workbench hier. Das ist klar. Schwuppsdiwupps. So. Hast du was zum Tun, Gernot? Ja, die Arbeit, was du da aufhalten willst. Kannst du nur schnell ins Internet? Wegen? Ja, wir brauchen wieder mal was. Eine Zugverbindung. Ja, jetzt gehen wir nicht am Arsch, nein. Oh ja, komm bitte. Wenn da was unten in die Luft fliegt, weil ich auf, weil ich ein Quip übersehe. Aber naja, so schlimm wird es nicht werden. Naja. Sehe ich das eigentlich? Ja, das ist ja wurscht. Können wir einen Pack machen. Oh ja, rein theoretisch müsste ich das sehen, weil ich ja da Halbstufen wahrscheinlich reinsetzen werde. Außer hier, da mache ich ganze Stufen. Dann war das eh auch schon falsch. Dann müsste ich das so machen. Und hier müsste ich das auch machen. Ja, was will ich jetzt wissen? Und zwar suchst du mir vom Handelskäfer. Ja, habe ich schon eingegeben. Stockerau, bla bla bla, ja. Genau, suchst du mir raus von 16:30 Uhr. Abfahrt 16:30 Uhr, ne? Genau, ja. Der ist außer Betrieb. Server von denen. Oh. Okay. Ja. Na gut, kann man nichts machen. Ich krieg keine Verbindung zum Server von denen. Okay. Bis nochmal. Die Seite ladet auch. Ah, jetzt.
Verkehrseinschränkungen, Schneefallsturm, ja, greifen zu viele Leute zu. Und was willst du wissen? 16:30 bis 19:30, sagen wir alle. Muss ich später drücken, ne? Ja. Also 16:30. Und schon wieder die Seite abkackt. Ja, dann lass. Seite down. Einmal geht nicht. Yeah. Urcool. Sie. Wie das ausschaut, die Enderlilies. Nein, nicht diese Lilibet of Fertility. Ja, ich schreibe halt. Ich schreibe, dass die Seite down ist und dass wahrscheinlich wegen einem Schneefall sowieso die Züge kommen, wenn sie wollen. Mhm. Komm mal kurz runter. Moment. So, da. Runter, da ist runter. Wo? In ganz unterste oder? Da, wo ich bin. So schaut das einmal so aus, ne? Achso, und das reicht, oder was? Mhm. Okay. Nö, wo muss ich jetzt die wo würdest du jetzt die Habe jetzt da hinsetzen? Auf die lange Wand, ist klar, aber. Ja, ich würde mal sagen, genauso diagonal wie also zu weißt du, was ich meine? Zu die Pflanzer. Hat den besten Effekt. Das ist daher? Muss halt das Stromkabel über die Mauer ziehen, ne? Also das machst du. Also das, weißt du, wie es geht. Also. Ah, das, du weißt es schon, warum das hier ausschaut. Ja. Schau mal unten hin. Was? Wo unten? Nein, ein Stück tiefer. Ah ja, genau, so habe ich es mir vorgestellt. Brauche ich nichts mehr sagen. Achso, habe ich keine. Muss ich chiseln? Muss ich chiseln? Chisel mein Nissel. Zack. So, jetzt ist die Frage natürlich aller Fragen. Jetzt habe ich das Räumchen hier gemacht. Das Schlafgemach und alles. Nur. Wo gebe ich denn nun die Eingangstüre hin? Gebe ich die hierher? Das war eine doppelte. Das schaut nicht gut aus. Hätte ich müssen das Häuschen noch eins weiterziehen in die Länge. Oder gebe ich es da irgendwo hin? Da. Wenn ich jetzt das da so habe. Da die Eingangstür gleich. Da die Eingangstüre. Mhm. Und hier quasi nochmal mit Holz. Weil hier dann quasi der Vorraum ist. Du hast hier zum Beispiel die Küche oder irgendwas. Und wenn du da rausgehst zum Beispiel, warte mal kurz, dann habe ich hier ein Doppelfenster. Dann habe ich hier das, dann habe ich hier den Balken. Warum habe ich jetzt hier den Balken? Warum will ich hier den Balken haben? Brauche ich eigentlich gar keinen Balken. Warte mal, machen wir mal kurz die Türen.
So, ich brauche irgendwo die Treppe hinauf auch, ne? So schaut's ja nicht aus, weil wir brauchen ja oben auch noch einen Raum. Wie machen wir das da? Da kann man keine Treppe hinbasteln. Die Treppe müsste dann quasi hier rauf gehen. Das heißt, die Werkbank ist einmal hier fehl am Platz. Dann gehen wir die Werkbank mal hierher. Und ich würde mal sagen, weil ich solche Steinstufen habe, machen wir hier Steinstufentreppen auch. Aber. Na. Weg da. Aber eigentlich müsste ich das komplett zumachen. So, dann habe ich hier Stufe, hier Stufe, hier Stufe. Genau, dann komme ich auch raus und rein. Jupp, passt, so passt das, so passt das. So, und hier will ich eigentlich in den Garten hinein. Das heißt, hier mache ich zu und hier mache ich zu und hier mache ich zu. Und dann kann ich hier aufmachen. Genau. So, jetzt ist nur die Frage aller Fragen. Weil das kann ich ja nicht verchiseln, nein. Was bist du eigentlich? Ach du heilige Scheiße. War aber eigentlich ein geil. Kann ich da aus irgendwas machen? Hm. Zimmer. Ein hübsches Büro oder sowas. Haben wir hier die Küche. Können wir schön einrichten. Jo. Okay, dann muss ich jetzt mal die Materialien holen. Und das Night Vision einmal wieder ausschalten. Dass ich sehe, wo und wie. Wo und wie ich quasi die Fackeln setzen muss. So, warte mal kurz, was brauche ich denn? Was wollte ich denn eigentlich? Stein. 1, 2, 3, 4. Ach, okay, da habe ich hier so viele Steinziegeln. So, und wie mache ich jetzt da oben? Traubenholzstufe, ne? Schaut sicherlich geil aus. Achso, warte, ich gehe jetzt schon schlafen. Ja, geht leider nicht, sind Monster in der Nähe. Das heißt für uns, wir machen uns jetzt einmal ein Bettchen. Wolle haben wir auch zu viel. 1, 2, 3, das reicht. Nein, 3 reicht eigentlich, ja. Dann machen wir sich ein schönes Bettchen, mit dem nicht. Mit dem hier eher. 1, 2, 3. Dann haben wir hier mal ein Bettchen. So, Moment kurz. Mal kurz AFK. So, wieder da, wieder da. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich ein Bettchen. Mit dem Bettchen gehen wir schnell ins Häuschen.